Herzlich willkommen zum WBSC Talk Special zum Thema Fujitsu Serverlösungen. Wir unterhalten uns gleich über die Konfiguration der Systeme, wie wir die überhaupt bestellen, was es für Lizenzoptionen gibt. Und ich habe hier tatkräftige Unterstützung neben mir, den Mike, der sich kurz selbst vorstellt. Ja, hallo Manfred, grüß dich. Danke für die Einladung übrigens. Mein Name ist Mike Katzmarzik von Fujitsu. Ich bin im Bereich PCS tätig. Das ist eine Vertriebsorganisation, die sich um den Channel quasi kümmert. Und meine Aufgabe liegt darin, die Distributoren in der CE-Region, also in Central Europe, Deutschland, Österreich und der Schweiz, zu allen Serverthemen zu betreuen. Ja, da habe ich eine Vertriebsaufgabe und die versuche ich auch so gut wie möglich wahrzunehmen. Und vielleicht können wir heute noch ein bisschen Werbung dafür machen. Ja, prima. Distributoren ist ein gutes Stichwort, weil ich kenne ja die Fujitsu Primacy Server Systeme, wie sie heißen, sehr, sehr gut. Ich kenne auch die unterschiedlichen Modelle. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn diese Systeme ja zum einen beziehen und vor allem, wie kann ich die eventuell konfigurieren, wenn ich da spezielle Anforderungen habe, wenn ich sage, ich möchte dort ja vielleicht die Laufwerke oder die Prozessoren so ein bisschen anpassen an meine Anforderungen. Also es gibt ja im Prinzip zwei unterschiedliche Möglichkeiten bei uns, Serversysteme zu konfigurieren. Ja, der eine Weg ist das altbekannte BTO, also Build-to-Order-Konzept, was wir über unser Werk abbilden, ja, wo man ab Stückzahl 1 seinen Server konfigurieren kann. Die zweite Möglichkeit, die teilweise durchaus deutlich schneller funktionieren kann, wäre Channel Assembly. Ja. Channel Assembly möchte ich mal kurz erklären. Das basiert auf Lagerware, die wir bei den Distributoren haben. Ja, wir haben aktuell 26 unterschiedliche Konfigurationen bei den Distributoren lagern, Serverkonfigurationen, die unter dem Begriff Value for You zusammengefasst werden. Das sind so die gängigsten CPU-Speicherkombinationen, die man bei Servern so braucht im Channel. Ja, okay. Die haben wir da hingelegt. Dazu noch ein paar Komponenten. Ja. So im Schnitt liegen da ungefähr 10.000 Komponenten bei den Distributoren, um auch ganz viele unterschiedliche Konfigurationen abbilden zu können. Ja. Es gibt auch keine Ausnahme. Wir haben 4 Distributoren in Deutschland, die autorisiert sind, das zu tun. Ja, das ist die ALSO, die API, die BYTEC und die Ingram Micro. Mhm. Und das Gute oder Spannende daran, viele, die vielleicht heute eher im CCD-Geschäft unterwegs sind, trauen sich nicht so ran an Serverkonfigurationen. Die Distributoren haben alle eigene Konfiguratoren gebaut. Mhm. Ja, also sprich, dadurch ist eine fehlerlose Konfiguration basierend auf den Value-for-You-Modellen möglich. Und diese Konfiguratoren zeigen gleich auch die Verfügbarkeit der einzelnen Komponenten an. Also ich sehe sofort, ist der Server so baubar oder nicht. Ja, kann ich den sofort geliefert bekommen. Und ich habe dann auch im Anschluss die Möglichkeit, mir entsprechende Sonderpreise oder Sonderkonditionen zu sichern. Mhm. Das ist eigentlich genau das Stichwort, wo wir jetzt ja ein bisschen weitermachen wollen, weil jetzt habe ich eine Konfiguration. Und ich sehe in der Konfiguration, wenn ich mich bei einem der Distributoren einlogge, ja gleich ein Pricing. Mhm. Aber genau was das Thema angeht, gibt es ja auch einen spezielle zusätzliche Option, richtig? Richtig, genau so ist es. Dann sind wir beim Thema Small Deal Coaching. Ja. Small Deal Coaching ist nichts anderes, als wenn über die bekannte Build-to-Order-Schiene ein Projektpreis angefragt wird. Mit dem Unterschied, dass ich hier Projektpreise für bereits bei den Distributoren lagernde Komponenten bekommen kann. Ich habe gerade die Konfiguratoren erwähnt bei den Distris. Purzelt am Ende der Konfiguration eine Datei hinaus, die ich dann im Small Deal Coaching Tool hochladen kann. Und dafür bekomme ich dann meine Projektkonditionen in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Ja. Es gibt ein paar Dinge zu beachten. Ja, natürlich, wie bei jedem Projektfall, brauche ich die Endkundendaten, um da einen ordentlichen Projektpreis machen zu können. Es gibt auch einen Mindestanfragewert. Ja, für Small Deal Coaching. Der liegt bei wahnsinnigen 3.000 Euro. Das schaffe ich mit einem Server grundsätzlich relativ einfach. Mhm. Warum bei 3.000 Euro? Weil ich natürlich über Small Deal Coaching auch CCD-Produkte anfragen kann. Mhm. Der
eben schon erwähnte CSV-Upload macht das Ganze noch einfacher. Ich muss also nicht jedes einzelne Produkt dort einklimpern oder manuell einlesen und die Menge eingeben, sondern kann eben einfach eine Datei hochladen, gebe meine Kundendaten an und dann schicke ich das Angebot weg und kriege, wie gesagt, in der Regel innerhalb von 24 Stunden mein fertiges Projektangebot vom Distri. Mhm. Perfekt. Hört sich sehr unkompliziert an. Ist es auch. Sehr gut. Du hast da noch so einen Video-Link auf deiner Folie stehen. Den verlinken wir unter dem Video. Also da kann man dann wirklich draufklicken. Sehr gute Idee. Okay. Das ist dann ganz besonders einfach. Wenn man sich das einmal angeschaut hat, weiß man auch, wie das funktioniert. Perfekt. Ja, jetzt haben wir die Systemkonfiguration, Small Deal Coaching. Im Rahmen der Konfiguration der Systeme können wir natürlich auch gleich das Thema der Lizenzierung mit angehen. Mhm. Und da haben wir ja auch die Situation, dass es neben der Hardware und dann natürlich den Projektpreisen dafür natürlich auch die Lizenzen von Fujitsu gibt. Das heißt, Windows Server 2019 in all seinen Varianten gibt es als OEM-Produkt von euch. Genau, die gibt es als OEM-Produkt, haben wir hier mal dargestellt. Ein umfangreiches Portfolio. Ich habe hier ein bisschen unterschieden zwischen OEM und auf der nächsten Folie dann nochmal auf die ROC-Varianten. Unterschied ist eigentlich nur, bestelle ich meine Systeme ab Werk über BTO oder bestelle ich meine Systeme über den Distributor, dann nutze ich das ROC-Portfolio. Aber hier haben wir auch von der ganz normalen Data Center 16-Core-Lizenz über die Additional Licenses, die ich benötige, auch die entsprechenden KALs noch mit dazu. Und das auch in verschiedenen Abstufungen. Mhm. Ja, also es gibt da nicht nur Einer- oder Fünfer-KAL-Pakete, sondern das geht hoch bis zu 100. Und jeder, der schon mal bei einer größeren Firma irgendwelche Installationen gemacht hat, der wird das zu schätzen wissen. Mhm. Ja. Ich vermerke das ja immer noch mal ganz besonders bei den RDS-KALs, bei den Remote Desktop Services-KALs. Da gibt es einen etwas aufwendigeren Aktivierungsprozess. Das hat nichts mit Fujitsu zu tun, sondern den habe ich immer. Aber wenn ich jetzt natürlich als größte Einheit ein 10er-Paket bekomme, dann muss ich für 100 User das 10-mal durchführen. Und bei Fujitsu habe ich eben diese großen 100er-Pakete, die ich bekomme. Und somit könnte ich dort auch für 100 User das am Stück aktivieren. Wenn ich eine kleinere Umgebung habe, sehen wir hier das Ganze. Das Ganze startet natürlich bei Fujitsu auch mit einer KAL. Und das ist das Wichtige, auch die Client-Access-Lizenzen bekommen wir als ROC. Das bedeutet so das gesamte Portfolio vom Server, Standard, Essentials, Data Center über die KALs und die RDS-KALs bekommen wir als ROC. Und das Interessante am ROC ist ja, es ist eine OEM-Lizenz. Es ist eine Lizenz, die dadurch kostenoptimiert ist. Das ist ja ein großer Vorteil, den wir hier haben. Und wir haben natürlich bei der OEM-Lizenz die Situation, dass wir gerade beim Windows Server alle Nutzungsrechte inkludiert haben. Das ist etwas, was viele Kunden fast gar nicht glauben können, wenn sie dann den Preis sehen. Wir haben Downgrade-Rechte, da reden wir gleich ein bisschen drüber, weil da gibt es viele Fragen dazu. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Cluster zu bilden, ein Standard- und Datacenter, wo wir dann virtuelle Maschinen verschieben können. Wir haben die Möglichkeit, eine Software Assurance hinzuzufügen. Es gibt Kunden, die gerne die Software Assurance nutzen, um immer Zugriff auf die neueste Softwareversion zu haben, erweiterten Support zu haben. Auch das geht in Kombination mit der OEM-Lizenz, also da volle Flexibilität, alle Nutzungsrechte. Naja, und jetzt hatten wir gerade das Stichwort Downgrade-Recht. Und beim Thema Downgrade, da haben wir sehr viele Rückfragen, weil wir bei dem Thema Downgrade ja die Situation haben, wir kaufen die aktuelle Version, also Windows Server 2019 Data Center. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher bekomme ich denn das Medium der Vorgängerversion? Also ich kaufe 2019 Data Center oder Standard, und jetzt möchte ich aber 2016 installieren. Wie mache ich denn das? Ja, im besten Fall habe ich noch eine Lizenz, eine OEM-Installationsmedium, was ich irgendwann mal verwendet habe und nutze dieses. Ja, das ist natürlich die einfachste Methode. Aber wenn das nicht griffbereit ist, weil man zum Beispiel in einer neuen Kundenumgebung ist oder bisher noch keine andere Version irgendwo installiert hat, das Medium beim Kunden ist und man nicht mehr rankommt, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, sein Downgrade-Recht zu nutzen, indem man bei uns so ein Downgrade-Medium bestellt. Mhm. Das geht relativ einfach. Okay. Über den Link, den wir dann hier in der Präsentation auch mit einblenden, nochmal zusätzlich. Und ist auch ganz schnell gemacht. Ja, also man braucht eigentlich nur kurz seine Kundendaten anzugeben, weil es ist ja ein Endkundenrecht, das Downgrade-Recht. Mhm. Einen Nachweis, am besten in Form von einer Rechnung oder von einem Lieferschein, dass man den Server und die ursprüngliche Lizenz
zusammen bezogen hat. Ja, man wählt sein Installationsmedium aus und bekommt dann die Freigabe, dieses Downgrade-Kit bestellen zu können. Das ist eine Sache von, ich sag mal, 10 Minuten, ja, und dann ist das Thema durch. Perfekt, hört sich einfach an. Das bedeutet dazu ganz wichtig, das Downgrade-Recht haben wir auch in der OEM-Lizenz. Die Frage ist bloß, wo bekomme ich das Installationsmedium her? Also ich brauche ja, ich sage jetzt mal vereinfacht, die Scheibe, das kann ja auch eine ISO-Datei sein der Vorgängerversion und einen Produkt-Key der Vorgängerversion. Verschiedene Wege gibt es. Du hast erklärt über das Downgrade-Kit, was man bei euch bestellen kann. Wenn der Kunde aber schon einen Server mit der Vorgängerversion hat, darf er natürlich auch Medium und Key von diesem nehmen. Das wird häufig missverstanden. Wir machen da überhaupt nichts Unerlaubtes, weil der neue Server ist ja mit Windows Server 2019 lizenziert. Das heißt, wir sparen uns da ja nicht irgendwie eine Lizenz ein dadurch, dass wir ein Downgrade machen, sondern wir haben den neuen Server mit der neueren Version lizenziert und wir nutzen die Downgrade-Optionen, um eine vorherige Serverversion auszuführen. Ja, Mike, ich denke, zusammenfassend können wir sagen. Viel mehr gibt es eigentlich nicht. Ja. Also Channel Assembly, die Konfigurationsmöglichkeit mit schneller Lieferung über die Distribution. Ja, ja. Wichtig nochmal dazu, denke ich, ich muss nicht nur das nehmen, was ich dort fertig konfiguriert habe, sondern ich kann auch in der Distribution konfigurierte Systeme ordern. Und du hast sicher gesagt, aber ich fand das so überraschend, als ich das erste Mal genutzt habe, da kommen dann nicht Einzelteile zu mir, sondern es nennt sich ja Assembly. Also das System ist dann so konfiguriert, wie ich es dort auswähle. Genau. Also das geht sogar so weit, dass ich mir die Software bzw. das Betriebssystem individuell installieren lassen kann. Also es geht nicht nur darum, ein paar Festplatten oder irgendwie ein paar Speichermodule zu erweitern, sondern ich habe ein lauffähiges System als Partner, lasse das direkt von mir aus zum Kunden liefern, auch das ist ja möglich, und brauche nur noch für die Endinstallation zum Kunden zu fahren. Ich spare mir einen Haufen Zeit, einen Haufen Aufwand. Ja. So, und damit es preislich passt, eben um es nochmal zu wiederholen, das Thema Small Deal Coaching, ja. Weil wir sind ja nicht alleine auf der Welt, ja, und müssen halt auch gegen den Wettbewerb bestehen. Deswegen haben wir das so eingerichtet und auf dem schnellen Weg, wie wir glauben, ist das ganz gut implementiert worden. Ja, und zu guter Letzt, wenn man das Ganze noch mit ROC kombiniert, genau. Ja, kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. So ist es. Damit, Mike, in diesem Sinne, danke. Dir vielen Dank für deine Zeit. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Und nutzen Sie mal Channel Assembly und Small Deal Coaching. Probieren Sie es aus. Werden Sie sehen, die Ergebnisse sind sehr einfach zu erzielen und dann sehr nützlich. Vielen Dank. Danke.